Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, ich begrüße euch. Wir sind wieder in der Let's Play Welt und ich musste hier erstmal einiges aufräumen. Denn nach der Folge 100 war hier erstmal alles kaputt gesprengt. Ich weiß auch nicht, das muss auf jeden Fall ein Spielfehler gewesen sein. Das finde ich ja schön, dass du dich da auf meine Stühle drauf setzt. Aber so schön dann auch wieder nicht. Gibt's doch nicht. Frechheit. Ja, was habe ich mit euch vor? Ich habe mir da was Schönes überlegt. Und zwar steht jetzt erstmal die Monsterfalle an. Was brauche ich dafür? Was brauche ich dafür? Was brauche ich dafür nicht? Cobblestone nehmen wir mal ein bisschen mit. Und einen Eimer brauche ich auch noch. Haben wir ja zum Glück genug. Leere Eimer kann man stacken, das ist schön. Dann brauche ich noch hier drüben eine Kiste. Oh, ein paar Schilder haben wir auch schon. Die nehme ich mir auch schon mal mit. Ja, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Eisen. Ja, genau. Ich nehme mal einfach 17, 18. So, das müsste genug sein. Nebenbei werden wir jetzt auch gleichzeitig noch ein bisschen Eisen hoffentlich farmen können. Einfach indem wir das da unten abbauen. So, hier alles okay. Ja. Monster haben wir ja an. Das habt ihr ja gerade gesehen. Ja. Wollen wir mal schauen, was uns hier unten so erwartet. Ich hoffe nur Gutes. Was ist hier eigentlich so los? Nicht viel. Ist da hinten noch richtig Lava? Nee. Sieht nicht so aus. So. Ich glaube, ich fange einfach mal mit einer kleinen Höhlentour an nebenbei. So, und schwimmt mal hier hoch. Jetzt muss das Wasser dann doch mal weg. Ach Leute. Es ist schön, dass ich die Folge 100 jetzt hinter mir habe. Die war wie so ein... Naja, ich möchte mal sagen, Bremsklotz. Erst wollte ich die ganze Zeit nicht bis Folge 100 aufnehmen, dann wollte ich Folge 100 aufnehmen. Und eigentlich hatte ich ja ganz viele andere Sachen geplant, das hat aber alles nicht so recht sein, sollen sein. Okay, hier geht's noch weiter. Ich wollte eigentlich noch eine Best-of-Folge machen von all den 100 Folgen, die wir jetzt hier schon haben. Das Problem dabei war dann nur wieder, dass mein Computer das nicht ganz mitmachen wollte. Der Rechner hat das einfach nicht geschafft, von 100 Folgen die ganzen Parts zusammenzuschneiden. Da war ich schon ganz am Verzweifeln und dann hat mir der Robert vorgeschlagen, versuch's doch mal damit. Und das habe ich dann gemacht. Und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Ja, die Folge müsste gestern erschienen sein. Ja, das heißt, die Folge hier ist auch noch brandaktuell. Ihr könnt quasi noch die Spuren von Folge 100 sehen. So, eigentlich wollte ich jetzt zu dem Skelettdings. Da gehe ich auch hin. So, aber ich mache mir hier mal noch eine Treppe. Zack, zack, zack. Zack. Okay, hier ist mehr Dreck als alles andere. Ich hoffe, das ist alles immer noch hell genug für euch. Aber wir kommen ja auch gleich wieder genau hier hin. Hier kann ich noch. Nee. So. So und zack. So, jetzt müsste man doch fast ohne Probleme hier hochkommen. So. So machen wir das. Und eine Fackel hänge ich da auch noch hin, nicht, dass uns hier mal am Eingang etwas erwartet. Sowas wie dieser Enderman dorthin. Nom 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 nom. Eigentlich habe ich eine ganze Menge Kekse dabei. Und es sieht einfach komisch aus. Ich werde... bei den Zombies werde ich auch erstmal versuchen, noch auf die Originalskins
Much, okay, er spawnt in der Lava. Auf die Original-Skins zurückzugehen, damit ich überhaupt, okay, wo? Damit ich vielleicht den Fehler wieder ausmerzen kann. So. Lass mich doch hier hoch. Sonst kommt noch das Skelett von hinten. Oh, es kommt trotzdem. Uah! Zack. Ein Pfeil. Und zwar mache ich den... die Monsterfalle extra bei den Skeletten. Ich hätte sie ja auch bei den Zombies oder so machen können. Können wir später immer noch machen, aber als erstes wollte ich sie halt dahin machen, weil ich das ganz gerne hätte, dass ich eine unendliche Pfeilproduktion habe. Quasi. Pfeile und Bogen, das können die alles droppen. Außerdem sind auch Knochen dabei und unendlich Knochenmehl ist auch nicht schlecht. So, hier sind wir ja schon. Das ging schnell. Hier sind wir das letzte Mal lang gekommen. Ist das richtig? Ja. Ja. Genau. So, hier haben wir nur noch ein bisschen Kohle. Kohle haben wir eigentlich noch eine ganze Menge zu Hause. Da ist nochmal der Enderman. Alter, dieser Sound, der ist übertrieben laut. Da könnte ich auch gleich machen. Dort hat er mich jetzt angezündet? Ach. Ach, mir fällt gerade ein, was ich eigentlich noch machen wollte. Vielleicht die Wassereimer auffüllen, sonst bringen sie mir recht wenig. Ich höre noch eine Spinne irgendwo. Okay, da oben. Da hängt noch Eisen in der Decke. Ach, da ist die Spinne. Ist es hier hell genug, dass du mich nicht angreifst? Sieht so aus, ne? Boah, will ich mich nicht beschweren. 12 Eisen haben wir schon. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir jetzt überhaupt genau lang müssen. Da oben ist noch Eisen. Das hole ich mir mal noch. Denn ich werde mir noch ein paar Trichter machen müssen für die Monsterfalle. Damit halt auch die Items immer gleich in den Kisten landen. So. Was für ein Bauprinzip ich da benutze, das erkläre ich euch später. Zack. Vielleicht erkennt es ja auch der eine oder andere. So geht es hier auch lang. Nicht so richtig. Okay, hier hat vielleicht mal irgendjemand was abgebaut. Und wenn ich sage irgendjemand, dann heißt das nicht, dass ich das gewesen sein muss. Das könnte auch der Robot gewesen sein. Creeper? Alles klar. So, den hat er entschärft. Der ist erledigt. Hier, was ist das? Hier ist nix. So, hier hoch kann ich noch. Ach so, dann bin ich gleich schon wieder beim Spawner. Gut. Nom 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 nom. Hier unten noch weiter. Ach so, nee, da sind wir ja auch schon lang gekommen. Okay, schön, schön. So, hier lang. Jupp, und so. Als erstes müssen wir uns mal hier den Cave, wie das alle immer nennen, die Höhle ein bisschen breiter machen. Und ich will bloß mal schauen. Nee. Okay. Es dürfen keine Höhlen in direkter Nähe sein, weil sonst können die Monster statt in dem Raum, in dem sie spawnen sollen, auch noch woanders spawnen. So, und das wollen wir natürlich vermeiden. So. Ja, das dauert jetzt halt eine Weile mit dem Abbauen, aber das gehört halt dazu, ne? Schließlich spielen wir ja Minecraft. Und wir benutzen kein World Edit oder dergleichen. Sonst ging das natürlich schnell, einen Raum von 9×9 zu machen, in dem die spawnen dürfen. So. Und da haben wir nochmal Eisen in der Decke. Auch schön. Zack. Gratis Eisen. Yay. Zack. Zack.
Zack, und da komme ich auch noch hin. Jo, sehr schön. Und da oben muss ich gleich wieder schön zumachen, nicht dass da später, wenn da ein Hohlraum ist, die Skelette drin spawnen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Skelette schön da haben, wo sie auch spawnen sollen. So. 9x9 muss das sein. Das heißt von der Mitte aus 4 in jede Richtung. Und die Mitte ist unser Spawner. So. Die sammeln wir ein hier. So, dann haben wir hier 1, 2, 3. 4 habe ich gesagt, ne? Ja. Also den noch weg. Dann haben wir doch hier schon mal die richtige Entfernung. Und wenn alles schön hier dieser normale Stone ist, dann brauchen wir den nicht mal großartig auskleiden, dann lassen wir den auch direkt so. Zack, zack, zack. So, so, so. Und irgendwo höre ich einen Zombie, der nervt mich jetzt schon. Ich will bloß hören, von wo der kommt, aber so richtig kann ich es nicht eingrenzen. So. So, das haben wir schon mal zugemacht da oben. Oh, na, du bist wohl doch mal hier gespawnt, ne? Ist dir wohl schon zu dunkel. Ja, bei voller Brightness kann man das nicht immer unbedingt einschränken, ob das jetzt schon dunkel genug ist zum Spawnen. Weil bei voller Brightness, da hat man so gut wie keinen Schatten. Oh, den wollte ich da oben gar nicht abbauen. So, es ist so gut wie gar nicht dunkel. Aber das soll uns nicht stören, dann machen wir halt immer mal einen nebenbei kalt. Zack, 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 zack. Das einzige, was hier noch raus muss, ist auf jeden Fall da oben der Kies. Und da zeige ich euch meine schöne Technik. Der eine oder andere wird sie bestimmt schon kennen. Und zwar machen wir das so hier. Wo landen die? Da unten. Guck mal, pass auf. Fackel, Fackel. Und den machen wir weg. Und guck, die lösen sich auf, weil die nicht auf der Fackel landen können. Zack. Und gleich abgebauten Gravel. Damit kann man große Mengen Gravel ziemlich schnell abbauen, ohne dass man seine eigenen Werkzeuge abnutzt. Wenn man das möchte, kann man das machen. So, da ist die zweite Wand. Und der nervt mich. Wo ist der? Ich bin der Meinung, das kommt hier so aus der Richtung. Und ich habe schon wieder einen Pfeil im Kopf. Irgendwann wird das doch ungesund. So, und übrigens baue ich die... Na, okay. Einer... Ach du Scheiße.